Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 27. Februar. Und das ist der Rosenmontag. Heute dabei Google, Wisethings, Nokia, Amazon, Motorola, LG und Samsung. Ja, zurzeit ist ja der Mobile World Congress in Barcelona und da werden uns wahrscheinlich einige News in diesen Tagen hier beim Geek Talk Daily begleiten. Ich versuche aber so ein bisschen die Waage zu halten und nicht nur vom Mobile World Congress zu berichten. Und deswegen fange ich auch gleich mal mit einer ganz anderen Sache an, und zwar mit Google Spaces. Ja, Google Spaces, das ist ein Messenger von Google, der vor knapp 9 Monaten gestartet ist. Und schon da hat man sich gewundert, wofür. Denn selbst Google hat ja eigene Messenger-Dienste und ansonsten gibt es auch genug. Ja, der wird jetzt eingestellt. Und zwar zum 17. April. Ich persönlich finde das jetzt nicht großartig schlimm, denn ich habe Spaces noch nicht mal getestet. Also ich bin da komplett raus. Wenn ihr Spaces nutzt, dann müsst ihr euch jetzt eine Alternative suchen. Dafür kommt eine ganz andere Sache jetzt von Google. Und zwar der Google Assistant, der kommt jetzt auf Smartphones ab Android 6.0 Marshmallow. Was praktisch wohl auch alle neuen Geräte, die jetzt auf dem MWC in Barcelona vorgestellt werden, betreffen sollte. Und der Google Assistant, der war bis jetzt auf dem Pixel mehr oder weniger exklusiv. Der steckt auch in meinem Google Home zum Beispiel hier. Und ja, der hilft euch so über den Alltag hinweg. Dem könnt ihr Fragen stellen. Und ja, wenn der jetzt auf mehr Android-Geräten zum Einsatz kommt, dann ist das eine gute Sache, finde ich. Denn auf jeden Fall auf der anderen Seite macht sich die Alexa jetzt gerade natürlich sehr breit und da muss Google ein bisschen was tun. Eine andere Sache, die wo einer was getan hat, das ist Nokia und Wisethings. Wisethings, die machen ja so Wearables, unter anderem auch eine Waage und haben auch eine Health-App. Die wurden von Nokia im Mai 2016 gekauft und jetzt haben die bekannt gegeben, dass die Marke auch wirklich komplett eingestellt wird. Also die Geräte nicht, sondern nur der Markenname. Also Wisethings wird es nicht mehr geben, da wird jetzt überall Nokia draufstehen mit dem altbekannten Nokia-Logo. Das soll alles so im Frühsommer jetzt 2017 über die Bühne gehen. Und ja, ich finde es irgendwo schade, denn Wisethings war eine relativ gut etablierte Marke, meiner Meinung nach, die auch, in meinen Augen zumindest auch wirklich für gute Qualität stand. Und ob sich Nokia damit jetzt einen Gefallen tut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es ein bisschen komisch sein, wenn man sich beispielsweise auch so eine Smartwatch von Wisethings jetzt eine Smartwatch von Nokia umsetzt. Ja, obwohl bei Smartwatches geht es vielleicht noch, bei der Waage ist es vielleicht noch schräger. Naja, aber bleiben wir bei Nokia. Die haben nämlich jetzt das Nokia 3310 wiederbelebt. Das ist so ein altes Feature-Phone oder Dump-Phone oder so ein kleiner Knochen. Je nachdem, wenn man fragt, wie man die Sachen benennt. Der vor, ich weiß gar nicht wie lange am Markt war, der dann halt ellenlange Akkuzeit hatte, also damals noch das klassische Handy. Ja, das wurde jetzt wiederbelebt in einem relativ ähnlichen Design, also nicht 1:1, aber sieht sich schon sehr ähnlich. Bringt auch noch so ein paar extra Features mit, beispielsweise ist da jetzt ein Opera Mini-Browser drauf, mit dem könnt ihr dann theoretisch auch Facebook und Twitter darauf machen. Wird halt mit einer mit einem Micro-USB-Ladeteil aufgeladen. Das war damals ja auch anders und kostet halt 49 Euro. Ist halt sehr simpel, sehr einfach gestaltet. Wo jetzt so richtig der Markt dafür ist, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht finden da ja ein paar Leute Spaß dran. Gut, aber jetzt kommen wir einfach mal zum Mobile World Congress. Denn dort hat Motorola ein neues Motomod vorgestellt. Motomods, das sind Module für die Motorola Moto-Geräte. Ist schon sehr viel Moto jetzt. Mittlerweile gehören die übrigens auch zu Lenovo. Also kann man jetzt auch Lenovo Moto sagen. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt jetzt einen Motomod, der die Amazon Alexa für einen Motorola Moto der Z-Serie zur Verfügung stellt. Das wird praktisch halt dran getoucht. Der Screen wird draufgelegt und dann kann man damit sprechen. Und gleichzeitig ist das auch nur so ein Übergang, denn irgendwann wird Alexa auch komplett in das Android-System integriert auf den Moto-Geräten und das soll auch im Laufe des Jahres passieren. Und da hat gerade meine Alexa gesprochen.
Gut, die weiß jetzt nicht, wovon ich rede, deswegen spreche ich auch gar nicht mehr großartig ihren Namen aus. Nächstes Mal mache ich die Tür zu. So, aber Motorola hat noch mehr gemacht auf dem Mobile World Kongress. Die hatten ja auch ihre Webseite komplett abgeschaltet mit einem Countdown. Und da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ja, es läuft auf dem Mobile World Kongress hinaus. Und genau so war es. Dort wurde das Moto G5 und das Moto G5 Plus vorgestellt. Das sind zwei Smartphones, 1,5 Zoll, 1,5,2 Zoll. Ja, ich würde mal sagen, ja, Einsteigergeräte oder Mittelklassegeräte maximal. Preislich auch sehr günstig. Das Moto G5, das ist ab 199 Euro erhältlich. Das G5 Plus ab 299. Und die sind beide jetzt im Frühjahr auch verfügbar. Und wer sich da weitere Details und Specs angucken möchte, der findet die natürlich in unseren Shownotes. In unseren Shownotes ist zusätzlich auch ein Link zu einem weiteren interessanten Produkt vom Mobile World Congress enthalten. Und das ist das LG G5. Also nochmal eine 5er-Klasse. Beim Namen könnten die sich auch ein bisschen Interessantes überlegen. Aber mein Gott. Jetzt habe ich mich selber widersprochen. Es ist das LG G6. Also das G5 ist ja schon Vergangenheit bei LG. Ich sag ja, man kommt durcheinander mit den ganzen Namen. So, das LG G6. Das ist das neueste Smartphone von LG und das Interessanteste meiner Meinung nach ist das ungewöhnliche Displayformat. Das ist nämlich 18x9. Also ich frage mich dann immer, machen die das eigentlich nur noch, um sich irgendwie ein bisschen zu unterscheiden, weil ansonsten so viel Unterschiedliches gibt es nicht mehr. Die Geräte sind sehr vergleichbar ähnlich und das ist eher so ein Mini-Wettrüsten bei der Kamera, aber für die Details habt ihr in den Shownotes verlinkt einen 1A-Testartikel bei den Kollegen von Mobile Geeks, die sich das Gerät vor Ort angeschaut haben. Und ich finde, es sieht wirklich interessant aus. Ich selber bin jetzt nicht der große LG-Kunde, aber vielleicht gefällt es euch. Guckt es euch mal an und gebt ihm eine Chance. Eines der Geräte, die man sonst immer erwartet hat auf dem Mobile World Kongress, war das neueste Flagship von Samsung, und zwar das neueste Galaxy S irgendwas dann. Ja, dieses Jahr wäre das S8 am Start gewesen und das S8 Plus. Und die wurden eben nicht vorgestellt auf dem Mobile World Kongress, das war schon abzusehen. Da hat Samsung sich jetzt entschieden, das da rauszuziehen, um nicht in der Flut der Neuerscheinungen unterzugehen. Und dafür wird es jetzt eine Vorstellung am 29. März in New York geben. Ja, da bin ich mal gespannt. Es wird natürlich einen Livestream geben. Das geht jetzt immer mehr noch in Richtung Apple Keynote, also aus dem Mobile World Congress rausgezogen. Und die Specs sind ja auch mehr oder weniger schon geleakt. Von daher kommt es auch mehr auf das Design und vielleicht noch ein bisschen auf das Zubehör und die Partnerschaften an, die bei der Präsentation dann gezeigt werden. Ja, und damit war es das auch für heute, für den Start in die Woche. Ich wünsche euch generell auch einen guten Start in den Montag in die Woche. Für die, die Karneval feiern, halt viel Spaß, Helau, Alaaf oder was auch immer ihr da sagt bei euch. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.